Unser nächster Redebeitrag hören wir nun von Thomas Schaub. Thomas ist einer derer, die in ihrem Beruf schon seit Jahren gegen die Klimakrise ankämpfen. Seit der Gründung 2019 gehört Thomas dem Bündnis Klimaschutz NOK an und ist unser Ansprechpartner für Fragen der erneuerbaren Energien. Nee. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich heute sprechen darf und dass ihr gewillt seid, mir zuzuhören. Das freut mich sehr und finde ich auch ganz wichtig. Als ich gestern mir überlegt habe, wie ich eigentlich darauf einleiten will, zu dem, was ich jetzt euch eigentlich inhaltlich sagen will, ist mir nochmal klar geworden, dass wir in einer Demokratie leben und das Tolle an der Demokratie ist, dass letztlich die Mehrheit der Bevölkerung sagt, in welche Richtungen es geht und was das grundlegende Handeln der Regierung ist. Das bedeutet, dass die Bevölkerung auch wirklich eine Verantwortung hat für das, was im Land passiert. Das bedeutet auch, dass wenn die Bevölkerung der Meinung ist, wir brauchen ein bisschen Klimaschutz, der keinem wehtut, dann wird die Bevölkerung genau diesen bisschen Klimaschutz kriegen, der keinem wehtut. Das bedeutet aber dann leider auch, dass wir anschließend eine Klimakatastrophe kriegen, die uns wahnsinnig wehtun wird. Und ich denke, deswegen sind wir heute hier, weil wir eben einen Klimaschutz fordern, der effizient ist, der wirkungsvoll ist, der effektiv ist und wirklich das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann. Weil wenn wir das nicht erreichen, dann werden die Katastrophen und die unvorstellbaren Dinge, die wir die letzten Jahre erlebt haben, leicht in den Schatten gestellt von dem, was dann wirklich auf uns zukommt. Da wir als Bevölkerung der Souverän, also der Entscheider in dem Land sind, ist es wichtig, dass wir auf guten Fakten basiert unsere Entscheidungen treffen können. Und deswegen will ich heute zum einen nochmal darauf eingehen, welche Katastrophe eigentlich der Klimawandel auch für uns bringt und auch welche Lösungsansätze und welche eigentlich sehr einfachen Lösungsansätze wir dafür schon haben. Sehr schön darstellt das in meinen Augen eine Auswertung vom Umweltbundesamt, die zeigt, wie sich das Klima schon heute verändert hat. Wir haben heute im Odenwald ein Klima, wie wir es vor ungefähr 40 Jahren in der Rheinebene hatten. In der Rheinebene wiederum haben wir heute ein Klima, wie es dem 300 Kilometer südlichen Besançon entspricht. Und wenn wir so weitermachen wie momentan, dann werden wir bis in nochmals 40 Jahren bei einem klimatischen Bedingungen hier sein, wie wir sie vor 40 Jahren, also als ich ein kleines Kind war, wie wir sie dort in Südfrankreich am Fuß der Pyrenäen hatten. Und danach hört es aber nicht auf. Danach geht es immer weiter, das heißt, es wird immer wärmer. Und entsprechend werden natürlich auch die Gegenden im Süden immer unbewohnbarer. Und wenn wir jetzt angucken, was passiert in Afrika, dann werden eben die Wüsten sich ausdehnen, weite Bereiche des afrikanischen und auch des asiatischen, südasiatischen Kontinents werden klimatische Bedingungen haben, die über weite Zeiten nicht mehr ohne aktive Kühlung, ohne Klimatisierung überhaupt überlebbar sind. Wir haben Fälle in Australien, wo Flughunde reihenweise vom Baum fallen, weil es einfach zu heiß ist, weil sie einfach kollabieren. Und so wird es uns Menschen dabei auch gehen. Deswegen, um das zu verhindern, hat sich die Weltgemeinschaft auf das Pariser Klimaabkommen, auf dieses Ziel 1,5 Grad geeinigt. Und dafür setzen wir uns ein. Unbestritten ist, dass jedes Land, also dass Deutschland nicht alleine diesen Klimaschutz bewerkstelligen kann. Das kommt manchmal ganz gerne als Kritik um die Ecke, dass das ja, wir müssen erstmal die anderen und so weiter. Das ist natürlich richtig. Niemand sagt, dass Deutschland alleine das Klima retten kann. Aber es ist genauso offensichtlich, dass jedes Land seinen Beitrag dazu beitragen muss. Und Deutschland ist leider überhaupt nicht auf dem Wege, tatsächlich seinen Beitrag zu leisten. Wenn wir mit der Energiewende so weitermachen wie in den letzten 30 Jahren, dann werden wir unser Treibhausgasbudget um das Siebenfache überschreiten.
Treibhausgasbudget. Franzi hat es gerade eben schon gesagt, das heißt, das ist die Menge an CO2, die wir bezogen auf Deutschland, also auf die 8 Millionen in Deutschland lebenden Menschen, noch emittieren dürfen, noch ausstoßen dürfen, damit, wenn alle Menschen das genauso machen, das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Also, der aktuelle Kurs geht auf das 7-fache raus. Dann werden wir zum Ende des Jahrhunderts, das ist schon in 78 Jahren, 3 Grad globale Erwärmung haben und deutlich mehr über den Landmassen. Auch die aktuellen Ziele der Bundesregierung gehen noch auf eine Überschreitung, auf eine dreifache Überschreitung des Budgets hinaus, so sie denn überhaupt erreicht werden, diese Ziele, was momentan auch nicht zu erwarten ist. Diese dreifache Überschreitung würde uns zu einer Klimaerwärmung von ungefähr 2 Grad führen. Und auch da ist es aber wieder so, dass über den Landmassen wir deutlich mehr Wärme erwarten müssen. Trotzdem, und das ist die gute Nachricht, wäre es heute noch falsch zu sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Doch, es ist zu erreichen, auch wenn wir bei aktueller Erzeugung, bei aktueller CO2-Erzeugung unser Treibhausgasbudget 2026 aufgebraucht haben werden, ist es heute noch so, dass wir heute noch umsteuern können, um das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen. Allerdings eben nicht, indem wir so weitermachen wie bisher und ein bisschen vorsichtig hier was verändern und ein bisschen vorsichtig da was verändern, sondern wir müssen wirklich in einen Umbruch kommen. Und dieser Umbruch muss auch mal unangenehm sein dürfen, weil das, was wir damit vermeiden, wird noch um viel, viel, viel unangenehmer. Ohne einen Ruck, der durch die Gesellschaft gehen muss, und damit meine ich nicht nur uns, die wir hier stehen, oder die Moosbacher, die da stehen, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Alle müssen daran mithelfen, und wenn alle dazu sich entscheiden, nicht daran mitzuhelfen, dann wird das Projekt eben einfach scheitern. Aber jetzt, was können wir denn tun? Wie können wir das erreichen? Beim Wohnen. Wir müssen die Eigentümer unserer Häuser drängen, die energetische Sanierung jetzt anzugehen. Die Frage muss sein, wann ist dieses Gebäude, dieses Wohngebäude, dieses Bürogebäude, diese Kirche, dieses Rathaus, wann ist dieses Gebäude klimaneutral? Und die Antwort muss sein, vor 2040, und eigentlich muss es sein, vor 2030. Bei den erneuerbaren Energien. Wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien in viel kürzerer Zeit. Deutschland kann sich leicht mit erneuerbaren Energien vollständig versorgen. Das wäre viel preiswerter, viel zuverlässiger und völlig ohne Abhängigkeit im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. Dafür brauchen wir deutschlandweit ungefähr das 4-mal so viel Windenergie wie heute. Wir brauchen ungefähr 7-mal so viel Solarenergie wie heute. Und wir brauchen ungefähr 10-mal so viel Offshore-Windenergie, wie wir heute haben. Um diesen Ausbau tatsächlich rechtzeitig bewerkstelligen zu können, deswegen fordert Fridays for Future eben diese Versiebenfachung der Ausbaugeschwindigkeit. Hätten wir als Volkssouverän vor 10 Jahren den erneuerbaren Ausbau nicht massiv ausgebremst, dann hätten wir heute eine deutlich bessere Unabhängigkeit, deutlich mehr billigen erneuerbaren Strom. Damals haben wir gedacht, wir könnten damit Geld sparen. Heute wissen wir, dass wir jetzt das Doppelte bezahlen müssen, weil wir damals nicht bereit waren, das Geld auszugeben. Und genauso ist es heute auch. Wenn wir heute nicht bereit sind, die Investitionen zu tätigen und die Erneuerbaren wirklich voranzutreiben, dann werden wir übermorgen doppelt und dreifach dafür bezahlen. Wir sollten unsere Fehler nicht wiederholen. Diese Anlagen, Wind, Solar, die müssen jetzt gebaut werden, und zwar je schneller, desto besser. Es kann daher nicht sein, dass auch im Neckar-Odenwald-Kreis Wind- und Solarprojekte über Jahre verzögert werden. Dabei ist es natürlich trotzdem wichtig, dass der Artenschutz nicht missachtet wird. Nicht jeder Standort ist tatsächlich geeignet. Der Artenschutz darf aber auch nicht missbraucht werden, denn der Klimawandel, Juda hat es vorhin gesagt, 150 Arten am Tag sterben aus wegen des Klimawandels. Und wir sehen einfach, wir brauchen die erneuerbaren Energien, um das zu verhindern.
Wir müssen jetzt den schon begonnenen Umbau unseres Wirtschaftswesens, unserer Energieerzeugung radikal beschleunigen, um tatsächlich dieses Ziel noch erreichen zu können. Alles, was wir dafür brauchen, haben wir aber schon. Wir müssen es nur noch benutzen, wir müssen es nur einsetzen und das aber schnell. Setzen wir uns dafür ein, diesen für uns bewohnbaren Planeten und der einzige weit und breit auch tatsächlich bewohnbar zu erhalten. Und für mich persönlich ist das irgendwie immer ein bisschen wie ein Intelligenztest für die Spezies. Der Klimawandel ist sehr lang, sehr langwierig und für ein kurzes Menschenleben irgendwie erscheint er immer so für unsere Vergesslichkeit. Was wissen wir denn noch von den Hitzeereignissen im Juli? Haben wir schon alle vergessen, weil jetzt ist eher frisch, ne? Und genau so ist das Problem. Der Klimawandel ist einfach zu lang, um uns wirklich, damit wir ihn wirklich zu begreifen. Wir müssen aber zeigen, dass wir als Spezies intelligent genug sind, dieses Problem jetzt wirkungsvoll anzugehen und dann auch zu lösen. Danke. We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis, and we need to call it what it is, an emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet, unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that, or we don't. You say that nothing in life is black or white. But that is a lie. A very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming, or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no gray areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a system change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history,
all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel.